Da mich viele Leute gefragt haben, wie dieses Bild hier entstanden ist, in der Lichttechnik und in der Bearbeitung natürlich, habe ich mich entschieden, dazu auch ein Video zu machen, denn ich selbst habe viel gelernt durch Online-Videos, YouTube und Video-to-Brain und diese ganzen Möglichkeiten, die man da eben hat. Und da gebe ich auch gern das, was ich gelernt habe, noch ein bisschen weiter. Ich habe erst gesagt, ich mache das Video wirklich in allen Zwischenschritten mit Erklärungen. Habe ich auch letztendlich gemacht, aber es ist deutlich zu lang geworden. Jetzt habe ich mich entschieden, das Ganze im Schnelldurchlauf durchlaufen zu lassen, wie ihr das jetzt auch schon seht. Wenn da Fragen bestehen, könnt ihr mich gerne anschreiben, nachfragen. Ich erkläre gerne alles dazu. Also zum Licht, was ich noch kurz sagen kann, ist halt, der Aufbau war ein Studioblitz, der auf den Hintergrund einfach gefeuert hat, um den Weiß zu bekommen. Dann stand hinten rechts und hinten links jeweils eine Softbox, eine Hochkant-Softbox, die schon von den Maßen her sehr wie ein Striplight ist. Die haben halt die Kanten und Konturen sehr schön hervorgehoben. Von vorne war oben mittig ein großer Beauty-Tisch und darunter eben ein Reflektor, um die Schatten nicht so stark zu haben. Und ja, dann Blende 11, soweit ich weiß, ich glaube ein Hundertstel und ISO 100 natürlich und ja, das ist dabei rausgekommen. Die Bearbeitung seht ihr jetzt und viel Spaß damit. Channel zu abonnieren oder auf Facebook ein Like hinterlasst. Ist natürlich immer super, ein bisschen Resonanz zu bekommen. Könnt mir auch immer eure Meinung schreiben. Sagt einfach was dazu. Vielen Dank.